Die Wandlung des Amtsherzogtums zum Territorialherzogtum ging schließlich auf den Sieg des Hochadels über den König im Investiturstreit zurück. Nun entwickelten sich die Herzogtümer weiter. Konkret erlangte man die hohe Gerichtsbarkeit, akkumulierte Grafenrechte in benachbarten Regionen, setzte einen Landfrieden durch, schaffte sich eine eigene Ministerialität und sicherte sich Einnahmen aus den königlichen Regalien. Auch Grafen betrieben diese Politik, was unter anderem dazu beitrug, dass sich das Herzogtum Schwaben völlig auflöste. Territorialherrschaften entstanden, denen Landesfürsten vorstanden. Auch Bischöfe konnten zu Herzögen aufsteigen. Das war bei Würzburg der Fall und besonders bei Köln. Dieses Herzogtum in Westfalen wurde von Friedrich I. Barbarossa geschaffen, um das Vakuum nach dem Sturz Heinrichs des Löwen aufzufüllen. Allerdings stellte sich der Kölner Erzbischof vor allem kirchliche Einrichtungen bei der Durchsetzung der Landeshoheit entgegen. Böhmen gelang als einziges Herzogtum im Mittelalter der Aufstieg zu einem Königreich. Schon 1085 wurde Wratislaw II. Die Königswürde persönlich verliehen. Seit 1198 ist sie unter dem Przemyslidem erblich. Die Königswürde für Böhmen drückt die Sonderstellung dieses Landes aus. Sehr oft enden die Herzogtümer mit dem Aussterben der Herrscherfamilie. Das Herzogtum der Andechs-Meraner verschwand so nach 1248, schon 1218 das der Zähringer in Schwaben. Die Herzogtümer verloren an der Wende vom Hoch- zum Spätmittelalter ihre Bedeutung, vor allem aber auch ihre Funktion als Ordnungsmacht. Sie unterscheiden sich nicht mehr von anderen Territorien des Reiches, außer dass sie in der Hofhaltung durchgängig prunkvoller und die Verwaltung besser ausgebildet war. Das Spätmittelalter ist dann gezeichnet von aufstrebenden Fürstentümern, die oft aus Grafschaften hervorgegangen sind und vom Königtum sogar noch gefördert wurden. Über den Herzogtümern stehen seit 1356 die Kurfürstentümer. So ergibt sich am Ende des Mittelalters ein überaus buntes Bild. Das Reich bestand aus gefürsteten Grafschaften, großen geistlichen Territorien wie Köln oder Salzburg, akkumulierten Herzogtümern wie bei den Habsburgern, dazwischen lagen Reichsstädte, die wie Bern auch über riesige Territorien verfügen konnten. Herzog zu sein war nur noch ein Titel unter vielen, um zu den Fürsten zu zählen.